Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode zu Salt and Sanctuary, wo wir mittlerweile schon einen Schmied angeheuert haben, wo ich aber leider Gottes sein Gebrabbel mal überhaupt nicht verstehen kann, denn die deutsche Übersetzung in dem Spiel ist einfach der Wahnsinn. Ach, und jetzt sind hier auch wieder die Gegner respawned, war ja sowas von klar. Ist mir aber egal, ich hau euch trotzdem weg und ihr gebt mir dann euer Gold. Immerhin haben wir mittlerweile schon ein paar Shortcuts in dieser Burke freigeschalten, also sollte sich die Reise jetzt ein bisschen angenehmer gestalten. So, wo habe ich eigentlich das letzte Mal aufgehört? Wir sind ja hier irgendwo so gegangen. Hier war der Hund. So, gibt es her. Okay, ein Zahn. Keine Ahnung, was ich mit dem Zahn machen soll. Ach nee, hier waren wieder die. Nein. Ach. Geh weg. Hoppala. Ich frage mich gerade, ich habe ja in der letzten Episode am Ende mich noch ein bisschen aufgebessert und dabei einen Skill gewählt, dass ich einen Heiltrank mehr habe. Wir haben ja aber hier mit den Red Shards eigentlich schon Heiltränke. Oder gibt es irgendwo anders auch noch Heiltränke? Sowas wie die Estos Flakons in die Richtung. Ich wüsste jetzt nicht wo. Also verstehe ich den Skill, muss ich sagen, nicht so ganz. So, wir sind das letzte Mal hier. Genau, hier will ich hin. Was ist hier eigentlich noch? Heiligtum, recht verrückt. Ah! Ein Spawnpunkt, sehr schön. Okay, hier kann ich mich also nicht aufbessern, oder wie? Anscheinend nicht. Water of Blessing. Okay, das hier frischt sich jedes Mal auf, wenn ich an so einen Schrein gehe. Also ist das wohl sowas wie die Estus Flakons in dieser Welt hier. Das könnte hinkommen. Das könnte tatsächlich hinkommen. Dann muss ich vielleicht nicht unbedingt meine Shards hier verschwenden. Erstaunlich Freund voraus. Ja, das kaufe ich dir nicht ab. Ach, hier sind wir wieder in der Position, wo ich das letzte Mal umgedreht bin. Yo. Der Sodden Knight. Der sieht ja wahnsinnig freundlich aus. Ja, dann komm mal her. Ich roll mich einfach vorbei an dir. Aha. Au, Mann, der hat mir voll einer reingezwiebelt. Da wäre wohl Blocken besser gewesen. Und was kommt jetzt? Ah, Blitzi. Oh, shit. Nochmal Blitzi. Drüber sprengen und schnell einen Schluck nehmen. Ja, natürlich, ey. Bis ich mal getrunken habe, haut der mir ja voll eine rein. Und tschüss. Jetzt kommt wieder der Scheiß. Aber da spreng ich drüber. Vollidiot. Ui, ey, Mini. Das war knapp. Okay, ein Schlag reicht. Kommt Blitz. Blitz ist aber nicht allzu kompliziert. Na, was machst du als nächstes, hä? Ah, den toll, den Blitz. Den kannst du dir sparen, da weiß ich schon, wie das funktioniert. So. Ups, ich stehe falsch. Ah, fuck you. Oh nein. Jetzt stehe ich aber mal verdammt ungünstig. Ha 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 ho ho ho. Ja, Alter, lässt du mal deine Combo. Boah, jetzt dreht er sich echt noch um. Der wird jetzt verdammt fix gerade, der alte Typ. Ja, mach was, mach was. Ja, doch nicht sowas. Wie wär's, wenn du nochmal deine bescheuerte Blitzattacke machst? Ja, genau so. Au. Komm schon, du hältst ja nicht mehr so viel aus. Fuck. Ich will jetzt nicht, dass du mich jetzt da tötest, ey. Da töte ich lieber dich. Na, war doch nicht so kompliziert. Erster Boss geschafft. Gar kein Problem. Vanquished. Natürlich habe ich ihn gewanquished. Was habt ihr denn erwartet, hä? Okay, von ihm habe ich jetzt die Asche bekommen. Und einen neuen Schlüssel.
Das finde ich gut. Aber mehr gibt es hier oben auch schon nicht mehr zu entdecken, hä? So, wir ziehen uns nochmal schnell das hier rein, gehen dann nochmal schnell zurück hier zum Schrein, um uns nochmal unsere Heiltränke aufzufrischen. So, jetzt ist natürlich mal die Frage. Hallo Freunde. Wo kommst denn du wieder her? Au. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, wo brauche ich den Schlüssel, den ich von ihm gerade bekommen habe? Ist das hier? Es ist hier. Moment mal, wir hatten aber auch noch... Wir hatten ja auch noch... Hier ganz am Anfang gab es doch auch noch eine Tür. Kann ich den Schlüssel hierfür auch benutzen? Wir werden es herausfinden. Sowieso eigentlich ganz gut. Oh, blocken. Denn dann kann ich gleich mal wieder zurückgehen. Mich aufleveln. Nee, kann ich nicht öffnen. Aber was soll's. Wenn wir schon hier sind, dann leveln wir auf. So, aufleveln. Ups. 7 Level sind drin. Ja, her damit. So, wie viel habe ich jetzt bekommen? Wieder 2 Stück. Och, was nehmen wir diesmal mit? Was nehmen wir dann diesmal mit? Wenn ich hier runtergehe, dann bekomme ich wieder einen zusätzlichen Heiltrank. Na, was würde ich hier dann aufleveln? Verbessert Zauber. Ach, Zaubern tue ich momentan nicht so wirklich. Habe ich überhaupt Zauber? Ich weiß es nicht. Ich bin aber eigentlich ein beschissener Paladin, also wieso habe ich keine Zauber? Einen zusätzlichen Energietrank. Ach, das gibt's auch. Aha. Dolche, Bögen. Tragen Sie Klasse 1 leichte Rüstung? Ja, nee. Schilde. Was ist denn das hier wieder? Wieso komme ich nicht auf den Scheiß in der Mitte hin? Na jetzt. Schwere Rüstung. Ja, okay. Ja, entwickeln wir uns mal weiter in diese Richtung. Klasse 1 Defender für bessere Schilde. Ein Punkt Willenskraft. Ich könnte dann noch hier hingehen. Dann bekomme ich noch einen Heilungstrank. Ja, das machen wir mal. Nehmen wir uns den Punkt hier mit. Wenn ich das nächste Mal aufbessere... Ach, das hier kann ich noch weiter aufbessern. Aha. Aha, also manche von diesen Punkten hier sind quasi mehrstufig. Gut zu wissen. Aber hier kann ich mir jetzt dann zumindest mal noch einen weiteren Heiltrank holen. Und das ist ganz praktisch. Die können wir sicherlich gebrauchen. Jetzt aber mal dringen wir ein bisschen weiter in die Festung ein. Ey, nicht nach unten springen. Kommst du her? So. So, hier können wir jetzt eigentlich gleich hier oben gehen. So, und jetzt, hier durch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, wer bist denn du? Bist du Freund? Du siehst nach Freund aus. Grüße, vieles mehr. Ja, vieles mehr zurück. Haben Sie eine Quest? Nein, habe ich nicht. Nein. Das ist bedauerlich. Jeder braucht eine Quest. Möchten Sie zu meiner Suche erfahren? Okay. Ausgezeichnet. Meine Aufgabe ist es, dass die Burg in den Osten zu erobern, zu besiegen, ihre Erziehungsberechtigten... Natürlich die Erziehungsberechtigten töten. Welches Kind träumt nicht davon? Jetzt mal im Ernst, tut das nicht. Schlösser muss angegriffen werden und Drachen müssen getötet werden. Müssen sie nicht? Ja, dafür sind sie da. Dafür sind die Drachen nun mal da. Erste Schritte in dieser Burg ist eine andere Geschichte. Es gibt eine Brücke. Um sie aber ist es ist fehlende Bits. Oh mein Gott, die Bits und Beize. Lauter fehlende Null und Einsen. Mann. So, ich habe zwar eigentlich geplant, wenn ich das nächste Mal das Spiel starte, dass ich dann auf Englisch umstelle. Aber das ist schon irgendwie... Es ist einfach verdammt witzig, was die Typen hier labern. Also,
Ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich umstellen soll. Wobei es mir sicherlich auch ein bisschen weiterhelfen würde, wenn ich hier endlich mal verstehe, was zur Hölle hier eigentlich abgeht. So, komme ich jetzt wieder hoch? Ja, komme ich. Dann gehe ich nach unten oder... Na, sprengen wir mal. Hui! Nein, geh weg von mir. Ach, noch mehr von denen. So, was ist das eigentlich immer? Auf der anderen Seite der Burg haben wir auch schon mal so einen Obelisken gesehen. Ich habe aber keine Ahnung, was mit denen los ist. Ach, hier haben wir zumindest, wie es aussieht, mal wieder einen Shortcut. Und Pfeil und Bogen. Danke. Ein Shortcut ist geöffnet. Ich frage mich auch gerade, ich kann ja da oben irgendwie zwei Waffensets festlegen. Kann ich jetzt sagen, ich lasse hier das Schild? Keine Reize. Oh, ich habe keine Reize. Ich finde, ich habe sehr viele Reize. Also zumindest meine Oberschenkel sind schon sehr reizvoll. Also erzähl mir nicht, dass ich keine Reize habe. Schon wieder keine Reize. Hm. So, wenn ich mir hier jetzt den Bogen nehme. Schön, jetzt habe ich den Bogen. Und ich habe keine Pfeile ausgerüstet anscheinend. Okay, oh, wie funktioniert das hier wieder? Moment mal, hä? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Okay, jetzt habe ich hier zweimal das Schild ausgerüstet. What? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Den kann ich aber nicht. Kann ich hier nicht irgendwie als Zweitwaffe den Bogen ausrüsten, dass ich dann schnell hin und her wechseln kann? Geht das nicht? Ach, das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Vielleicht geht's auch irgendwie und ich kapiere es momentan nicht. Oh nein, hier bricht schon... Oh, scheiße. Oh, da links bewegt sich irgendetwas. Geheimnis von Nachtas links. Versucht's rechts für Geheimnis. Hallo? Hallo, Freund. Ja, hallo, mein Guter. Schmuckstücke für Münzen zu verkaufen. Schmuckstücke. Freund, ich bin so glücklich, Sie entlang kam. Ich habe Dinge versammelt. Schmuckstücke, Schmuckstücke und so. Schmuckstücke für Gold. Das ist, was ich habe. Schmuckstücke für Medaille. Ja gut, dann ein paar Schmuckstücke für Medaille. Oh, hier kann ich wieder Haarlocken kaufen. Für 500 Stück. Heilige Scheiße. Na gut. Kaufen wir mal 2 Stück. Dann kann ich zumindest wieder ein bisschen meine Rüstung aufbessern. Ja, ich habe 2 Stück gekauft. Jetzt lass mich wieder in Frieden. Okay, was hast du sonst noch? Hier Pfeile. Eine Seite aus einer unheimlichen Tome. Bei der Verlagerung der Dunkelheit gefärbt. What? Keine Ahnung, was du sonst noch für mich hast. So, ich habe dir immerhin... Okay, wenn ich gerade so auf mein Geld gucke, merke ich gerade, ich habe dir gar nichts da gelassen. Deswegen machen wir das nochmal. Ja. Ja. Ach, jetzt. Okay, muss ich 2-mal drücken. Gut zu wissen. Götter segnen. Ja, die Götter segnen dich auch. Mein guter alter Freund. Ach, und hier ist wieder dicht. Fackeldudeldu. So, ich muss hier aber leider mal deine Kisten wegmachen. Sorry, mein Freund. So, jetzt möchte ich nochmal Hussa und Hussa und das hier mitnehmen und wieder zurückbringen. Oh, ich habe einen Speer gefunden. Mache ich aber hier mal die Fackel an und... Oh! Obliterated. Sie haben verloren 205 Salz. Okay, und irgendein Typ hat mich zurückgebracht. Keine Ahnung wer, aber danke dafür, mein Freund. Na toll, mein Salz ist jetzt natürlich weg. Zum Glück, muss ich sagen, verliere ich nicht auch noch mein Geld. Aber ja, das Salz ist weg. Scheiße. Weil ich nicht aufgepasst habe. Das hat man mal wieder davon. Okay, ein paar Ohren. Sehr schön. Ich möchte jetzt trotzdem gerne nochmal einen Blick ins Inventar werfen. Ey, wo kommst denn du hier?
Mann, 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 Leute, ihr könnt mich nicht einfach so überraschen. So ist der Speer hier. 11, 18, 3. 12, 16, 4. Ich habe keine Ahnung, was die beiden Werte bedeuten. Aber das Positive. Ja, ich glaube, der Hammer ist noch immer besser. Gerade weil er auch besser skaliert. Auf Stärke. Und ich habe halt mehr Stärke als wie Geschicklichkeit. Deswegen lassen wir das einfach mal so. So, ich frage mich jetzt auch gerade, will ich eigentlich nochmal da jetzt nach unten gehen? Wobei, ich bin hier falsch. Ich muss hier gerade aus weiter. So, hier steht wieder unser guter alter Freund, der es mit den Bits und Bytes ein paar Probleme hat. Aber wir gucken jetzt einfach nochmal hier nach unten. Nein! Ach, die habe ich total vergessen. Ach ja, stimmt, ich hätte da oben ja auch gleich durchgehen können. Hier haben wir mittlerweile auch einen Shortcut. So, da unten konnte ich ja nicht durch, oder? Da war ja dicht. Oder? Ja, war es. Das war ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber es stimmt. Okay, was war das jetzt? So, hier, das bricht wieder zusammen. Ja, geil. Ich sehe aber da links auch irgendeine finstere Gestalt und ich weiß nicht, ob die mir so wirklich wohlgesonnen ist. Sieht nicht so wirklich aus, ne? Nee, anscheinend nicht. Oje. Fliegst du denn hin? Lass mich dich schlagen. Okay, das war's. Mehr hält er nicht aus. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Och Mann, jetzt kommen hier Jump'n'Run-Anlagen. Ja, geil. Und hier, und hier, und geschafft. Da unten hockt schon wieder irgendwas. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier nach oben weiter. Nein, lass mich in Frieden. Wolltest du dich von hinten an mich heranschleichen, hä? Du kleiner mieser Penner. Aufrufhorn. Ach, das ist die Tür. Okay. Ich habe aber momentan irgendwie so das Gefühl, dass ich mich hier gerade in ein Gebiet begebe, wo ich eigentlich noch gar nicht hin soll. Also, dass mir hier jetzt gleich wahrscheinlich Gegner entgegenspringen, die viel zu stark sein werden. Sein Trank. Ja, welch sein Trank? Ach, die Tür geht echt auf. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich jetzt irgendeinen Schlüssel benötige. Village of Smiles. Das Dorf des Lächelns. Oh, shit. Was zur Hölle? Eine bescheuerte Falle, ey. Ihr wollt mich verarschen. Scheißteil. Toll, da steht doch noch ein fetter Ritter. Eine Fackel brauche ich momentan sowieso nicht mehr. Der Typ haut ganz schön drauf. Der scheiß Wolf soll mal weg. Der geht mir viel mehr auf den Sack als wieder bescheuerte Ritter momentan. Oh yeah. Finisher. Krakenrüstung. Gucken wir doch mal nach. Kann ich nicht Ausrüstung. Schwere Bronzeplatte. Geheimnisvolle Wächter der Insel. Wäre die besser als meine? Ja, die wäre besser als meine, aber ich brauche Klasse 3 schwere Rüstung, um die auszurüsten. Das habe ich noch nicht. Ah, da oben steht ein Bogenschütze. Der wird doch sicherlich vorhaben, auf mich zu schießen, oder? Natürlich schießt er auf mich. Du bist ein mieser Motherfucker. Alter, Leute. Jetzt lass doch mal ein bisschen gechillt bleiben hier. Mann, Mann, Mann. Oh, ich habe eine Haarlocke gefunden. Sehr schön. Okay, wie komme ich hier rein? Ich glaube gar nicht von hier aus. Wer schießt denn hier auf mich?
Ach, das war eine Falle. Weg mit dem Scheiß. Wieder mal zwei Wuffis. Wuff, wuff, wuff. Der zweite bemerkt mich nicht. Ach, jetzt. Oh. Ey, wo kommst du denn her? Huiuiuiuiuiui. Ach, schon wieder eine Falle. Ach, und ich merke auch gerade, hier ist auch der Stolperdraht. Also die kann man sehen. Die kann man sehen, wenn man aufpasst. Schon wieder ein bisschen Salz. Ich würde es toll finden, wenn hier mal wieder irgendwo ein Schrein wäre. Ach toll, da steht noch so einer von den Rittern. Nee. Den sparen wir uns jetzt mal. Ach, und hier muss ich schnell sein. Okay, hier kann ich sicher stehen. Und weiter. Hopp. Und hopp. Och, danke schön. Wo bin ich denn jetzt? Graue Perlen. Was zur Hölle sind graue Perlen? Die sind nicht hier. Wo sind die denn? Da. Schwerer grauer Stein von unschätzbarem Wert. Ein lebloses Objekt. Es immer noch irgendwie strahlt. Eine kraftvolle Sehnsucht. Bla bla. Okay, verwende graue Perlen an einem Altar, um Fähigkeiten zu entfernen. Und momentan verlässt mich jetzt gerade meine Stimme. Oh mein Gott, jetzt geht's besser. Schnell mal einen Schluck genommen. Viel besser. So, okay. Graue Perle, damit kann ich Fähigkeiten wieder entfernen anscheinend. Gut zu wissen. Hier noch mehr. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, danke. Oh, shit, Leute. Okay, ich habe 1300 Salz gedroppt. Ja, wunderbar. Richtig geil. Ja, leck mich doch am Arsch. Na gut, ob wir die wieder zurückbekommen oder nicht, sehen wir in der nächsten Episode von Salt and Sanctuary. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Ob man sieht sich.